Erste Hilfe. Tipps zur medizinischen Erstversorgung. Erste Hilfe. Lebensrettende Sofortmaßnahmen im Notfall. Erste Hilfe bezeichnet verschiedene lebensrettende Sofortmaßnahmen, die zur Behandlung von Verletzten, beispielsweise nach einem Unfall, bis zum Eintreffen eines professionellen Helfers angewendet werden sollten. Zur ersten Hilfe im Notfall gehört neben der medizinischen Erstversorgung auch das Anfordern professioneller Unterstützung und menschlicher Beistand dem Verletzten gegenüber. Es gibt einige allgemeine Hinweise, die dabei helfen, in einer Notfallsituation richtig zu handeln. Nicht vergessen, Erste Hilfe ist Bürgerpflicht in Deutschland, ist nach § 323c des Strafgesetzbuchs, Strafgesetzbuch, jeder Bürger dazu verpflichtet, bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr und in Not zu helfen, sofern er sich dabei selbst nicht in Gefahr begeben muss und auch keine anderen wichtigen Pflichten verletzt werden. Andernfalls macht er sich der unterlassenen Hilfeleistung strafbar, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe verantwortet werden muss. Halter und Fahrer von Kraftfahrzeugen sind nach § 35h der Straßenverkehrszulassungsordnung, StVZO, dazu verpflichtet, einen Verbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, der DIN-Norm 13.164 in ihrem Fahrzeug mitzuführen. Sterile Verbandmaterialien des Erste-Hilfe-Kastens haben eine beschränkte Haltbarkeit und müssen daher regelmäßig erneuert werden. Auch rostige Metallgegenstände und andere Verunreinigungen müssen ausgetauscht oder entfernt werden. Außerdem ist es ratsam, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen.